Und damit herzlich willkommen beim nächsten Zock in der Frictional Games Reihe. Ja, Amnesia The Dark Descent. Das ist ja der Nachfolger von der Penumbra-Serie, wobei der eigentlich nicht wirklich viel mit der gemeinsam hat. Also klar, das Genre ist sicherlich ähnlich oder das gleiche. Aber ansonsten ist es eine andere Person, eine andere Zeit, ein anderes Setting, wie man auch sehr schnell sehen wird. Ja, nachdem wir jetzt Penumbra endlich in Anführungszeichen geschafft haben, ich meine, Necrolog hat ja doch noch einige Zeit und einigen Content auch noch gebracht und Zeit in Anspruch genommen, ne, können wir uns jetzt mal ja mit dem nächsten Teil, mit Amnesia, beschäftigen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe dieses Spiel schon mal gespielt vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder so. Ja, vielleicht nicht ganz mit dem Robert damals. Aber wahrscheinlich habe ich sowieso die Hälfte mindestens schon wieder vergessen davon. Von daher werde ich mich wahrscheinlich auch wieder erneut erschrecken können über die ein oder andere Stelle. Mal gucken. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt. So, ich hoffe, ich habe einigermaßen alles richtig eingestellt. Wir machen einfach mal ein neues Spiel beginnen. Und dann gucken wir mal, wo uns die Reise hinführt. Viel Spaß. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is I am Daniel. Okay. Ah, komm, steh auf. Rappel dich auf, Junge. Alles wird gut. Daniel. Rise and shine. Ja. Ah ja. Ja, so geht das schon besser. Ein Memento wurde zum Journal hinzugefügt. J-Button Y. Mit M kannst du auf die Mementos schneller zugreifen. Sieh sie dir genau an, wenn du nicht weiterkommst. Das probieren wir gleich mal aus. Aber erstmal schauen wir uns ein kleines bisschen um. Ja, wie ich schon andeutete, ne? Es ist irgendwie ein anderes Setting. Und offensichtlich auch eine andere Zeit, in der wir hier uns befinden, und was wir schon gelernt haben, wir sind der Daniel. So, das haben wir schon mal soweit begriffen. Und ja, was es mit Penumbra gemeinsam hat, sind die verschütteten Gänge. Das ist schon mal, ja, das können wir auch schon mal festhalten. So, was haben wir denn hier? Wir haben eine Kerze, aber wir haben keine Zunderbüchsen mehr übrig. Na, guck an, da müssen wir uns gleich mal drum kümmern. Und hier ist das Dach undicht. Ich glaube, wir sollten mal unser Handy rausholen und den Handwerker anrufen. Halte linke Maustaste gedrückt und bewege Maus, um die Tür zu bewegen. Drücke rechte Maustaste, um die Tür aufzustoßen oder sie zuzuwerfen. Aha, abhängig von der Blickrichtung. Das können wir mal ausprobieren. Wenn wir jetzt also hier stehen mit rechts die Tür anfummeln, passiert nichts. Achso, vielleicht muss ich sie erstmal mit links halten. Ah, und dann kann ich sie mit rechts zuwerfen. Verstehe. Das könnte noch nützlich werden. Gucken, ob ich dran denke. Genau, und wenn wir jetzt hier wären, dann machen wir Boom, oder? Warte mal. Boom. Sehr schön. Okay, mit J können wir, wie gehabt, hier auf Notizen und so weiter zugreifen. Was haben wir denn hier drin? Keine Notizen. Wir haben keine Tagebucheinträge und wir haben ein Memento. Und auf das Memento können wir auch mit M zugreifen, ja? Aha, sehr schön. Ah ja, das ist so ein To-Do-Ding hier. Folge der Spur der Flüssigkeit und finde ihre Quelle. Ja, ich glaube, ich weiß, was er damit meint. Werden wir gleich sehen. Mit N kannst du schnell die neuesten Texte lesen. Okay, aber da haben wir scheinbar im Moment nichts. So, mit Zunderbüchsen kannst du Kerzen oder andere Lichtquellen in deiner Umgebung entzünden. Die aktuelle Anzahl der Zunderbüchsen ist im Bestand angezeigt. Das ist hier wahrscheinlich das Inventar, ne? Mhm. Körperlicher Zustand, alles ist gut. Und wir haben auch den geistigen Zustand. Wir sind im Moment noch glasklar, aber ich glaube, das könnte sich noch ändern. Das mit dem geistigen Zustand, das ist hier so ein Teil der Spielmechanik, möchte ich sagen. So, Zunderbüchsen haben wir einmal und das Journal haben wir hervorragend. So,
beim Greifen eines Objekts. Drück rechte Maustaste, um es zu werfen. Und was? R gedrückt halten, um das Objekt zu drehen. Alles klar. Kennen wir ja schon. Wir haben ja Penumbra Necrolog gespielt. Das war ja auch schon die Amnesia Engine. Da haben wir diese Mechanik ja auch schon mal verwendet. So, was sagt er denn hier? Der Daniel. Der gute Daniel. Oh, hier ist auch irgendwas abgerissen. Alles kaputt, alles im Arsch. Wie immer. Und er sagt nichts. Das ist ganz normal hier. Ist wahrscheinlich schon 1000 Jahre hier so. Er sagt da gar nichts mehr zu. So, ich würde jetzt aber die Zunderbüchsen jetzt nicht gerade hier verschwenden. Wenn es hier eh so hell ist, oder? Ich habe das Gamma auch ganz, ganz hoch gedreht. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Mal gucken. So, und wir haben hier irgendwie so rote Flecken und wir haben pinke Flecken auf dem Boden. Und ich glaube, das könnte die Flüssigkeit sein, der wir folgen sollen. Mal schauen. So, noch mehr verschüttete Gänge. Was ist denn hier passiert, bitteschön? Wo kommen denn diese Steine her? Das ist doch jetzt nicht hier von den Wänden abgefallen. Das kannst du mir auch nicht erzählen. Können wir denn den Stein hier aufheben? Nee, können wir nicht. So kann ich mich lehnen, genau. Kann ich denn auch irgendwie rennen? Im Moment scheinbar nicht, jedenfalls. Daniel, nicht schwächeln, bitte. Hallo, hallo. Nicht gleich den Kopf verlieren, mein werter Herr. Können wir uns das Ding hier vielleicht aufsetzen? Das wäre vielleicht eine Maßnahme. So, gehen wir einfach mal raus. Hauen wir einfach ab von diesem Ort. Nein, irgendwas oder irgendjemand will wohl nicht, dass wir so schnell wieder gehen. Okay, ich mach mal ein kleines bisschen lauter hier noch. Auf meinen Ohren. So, was haben wir denn hier? Ein Hemd. Und eine Zunderbuchse. Alles klar. Ach, hier ist aber... Naja, gut, ist jetzt vielleicht nicht so meins, aber ist doch, sieht doch relativ gemütlich aus hier eigentlich. Und wir können uns auch bewaffnen. Mit ganz lauten Objekten. Hier, mit einem Stuhl. Ich werfe dir den Sessel an den Kopf. Herr Geist. Oder... was auch immer hier rumspukt. Wie sieht's denn so aus? Ist noch alles wunderbar, ne? Das hat jetzt noch nicht ausgereicht, um uns irgendwie in Panic-Mode zu versetzen oder so. Aha. Boah, hochauflösende Bilder. Oh, was haben wir denn hier so? Ein Hexenbesen und noch mehr Zunderbüchsen. Die sollten wir auf jeden Fall versuchen zu finden. Das ist wahrscheinlich relativ praktisch. So. Große Kunst, große Kunst. Ein Geiger. Sieht aus wie Jesus. Oder alternativ wie ich. Der Himmel stimmt mir zu. Gott zürnt mir, dass ich so etwas sage. So, wow. Sind das hohe Decken hier auch? Und ja, ich gehe tatsächlich im Moment irgendwie so schief. Also nicht wundern. Das ist im Moment einfach so. So. War da noch irgendwas oder sollen wir einfach mal weiter stiefeln? Was? Was geschieht hier? Das waren doch Schritte, oder? Und worauf ich noch gar nicht eingegangen bin, was meinte er am Anfang eigentlich von wegen nicht vergessen und so? Was denn? Shit. Alles gut. Alles gut. Ja, alles ist gut. Da steht's auch. Weiß auf schwarz. Hat sich ja was bewegt? Da hat sich auch was bewegt. Ich hab's doch ganz genau gesehen. Also, habe ich nicht ganz genau gesehen, aber... Ich meine, da hätte sich irgendwas bewegt. So, können wir denn die Vorhänge hier zur Seite schieben oder alternativ einnehmen, uns darin einwickeln und weinen? So, hier zum Beispiel, siehst du... Aha. Das ist jedenfalls so ein Ort,
wo wir mal so ein Zunderbuchse theoretisch benutzen könnten. Ja, theoretisch benutzen könnten, wenn hier etwas wäre zum Anzünden. Hier, Zunderbüchse. Was ist das für ein Geräusch? Dieses Knistern oder so. Und seht ihr dieses Wabern vor unseren Augen? Leichte Kopfschmerzen. Ja, ja, das, so geht's nämlich los. So geht das nämlich los. Und, ja. Wir müssen dann zum Beispiel Rätsel lösen, um unseren geistigen Zustand so ein kleines bisschen ja, auf die Sprünge zu helfen und uns außerdem im Licht aufhalten. Das ist auch immer eine gute Idee. So, hier ist irgendwie nicht so viel. Oh, was haben wir denn hier? Ah ja, Licht ist schon mal hervorragend. Achtung, wenn du im Dunkeln bist, wird sich dein geistiger Zustand allmählich verschlechtern. Zünde die Lichter in deiner Umgebung. Mit Hilfe von Zunderbüchsen an oder suche nach anderen Lichtquellen. Ja. Würde ich an sich mal ausprobieren. Wobei ich nicht weiß, ob sich das hier wirklich lohnt gerade. Ja, das lohnt sich wahrscheinlich nicht wirklich, oder? Nee, komm, wir gehen hier einfach wieder raus. Das soll uns wahrscheinlich nur so tutorialmäßig lehren, dass wir da jetzt das Licht anzünden könnten, aber ob das jetzt nötig ist, werden wir sehen. Hier geht auf jeden Fall die Spur weiter von diesem rosa Zeug. Was auch immer das ist. Irgendwie, keine Ahnung, Zuckerguss. Ich nenne es Zuckerguss. Und naja, könnten dem natürlich mal folgen. Gibt es denn hier noch irgendwas? Einfach mal so zwischendurch ein Streichholz anzünden oder so ist nicht, oder? Glaub nicht. Einfach mal so portables Licht oder so. Nee. Ich glaube nicht. Okay. Alte Archive. Ist eine Levelgrenze. Können wir natürlich mal durchgehen. Und ja, die dunklen Stellen hier, die sehen teilweise auch so ein bisschen flächig aus. Das sehe ich auch. Also es ist wahrscheinlich jetzt nicht nur der Videokompression geschuldet. Sieht einfach so ein bisschen komisch aus. Durch die Shader oder so. Falls ihr euch fragt. Die Tür schlug hinter ihm zu und er wusste, er würde den alten Schneider am Berkeley-Platz in London nie wiedersehen. Doch eine einsame Seele, es war zu schnell weg, schade. Mist, muss ich doch schneller lesen. Da wollte ich es einmal so ein kleines bisschen schöner erzählen, aber es lässt mich nicht, schade. Ich könnte theoretisch meinen Einstellungen gucken, ob man es irgendwie langsamer einstellen kann, aber komm, egal jetzt. Ihr habt es ja alle zu Ende gelesen wahrscheinlich. Tausendmal schneller als ich. Pflanzenreich. Ah ja, das gute Pflanzenreich haben wir hier. Volume 1. Unsere Aufgabe ist jetzt... Beunruhigende Ereignisse verschlechtern deinen geistigen Zustand. Er kann verbessert werden, wenn du Rätsel löst und weiter vorankommst. Ja, sag ich ja. Naja. Die Aufgabe ist jetzt, alle Teile zu finden. Wollte ich eigentlich scherzen? Aber ja, dann hatte es sich wieder mit den Scherzen. So, was haben wir denn hier? Ein bisschen Licht auf jeden Fall, das ist sehr gut. Boah, ich sehe auch eher weniger, ne? Was? Was geschieht hier? Ach, krass. Okay, war wohl nur in unserem Kopf. Ich mag sowas nicht. Oh, hier, zwei Zunderbüchsen, sehr gut. Kriegen wir wenigstens ein bisschen was für unsere Qualen hier. Ja, Zunderbüchsen sind ja ganz gut. Ich würde auch ab und zu mal ein Licht anmachen, aber irgendwie sehe ich gerade nicht so wirklich irgendwie Fackeln oder Kerzen oder irgendwas. Naja... So, haben wir denn hier noch einen Pflanzenreich-Teil? Nicht. Na gut, war das alles, was es hier gibt? Da können wir mal weiter gucken. Hier, boom, einfach mal die Tür zuwerfen. Einfach mal ein bisschen üben, damit ich das im Notfall auch ja, verwenden kann dann. Können wir ein bisschen Lichtenergie tanken? Wahrscheinlich. Ah, es scheint wirklich zu helfen, oder? Gegen das Wabern.
So, haben wir denn jetzt hier die Archive gefunden? Was? 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 Ja, haben wir hier die Archive gefunden oder wie sieht's aus? Den Leuchter da am Boden konnte ich jetzt scheinbar nicht nehmen und oder anzünden. Ah ja, okay. Wir merken uns, Kisten auch mal anfummeln. Es könnte sich etwas darin befinden. Oder sie könnten halt zu öffnen sein. Ach, guck mal hier. Oh, das ist ja gut. Du hast eine Laterne aufgehoben. Sie ist mit Öl gefüllt. Du kannst sie mit F oder einem Doppelklick auf das entsprechende Symbol im Bestand öffnen. Verstehe. Ja, das kennen wir ja an sich schon. Und ja, genau, Öl. Öl müssen wir dann finden. Ne? Da müssen wir für Nachschub sorgen, für die Laternenflamme. Erlischt die Flamme, kann die Laterne nicht mehr genutzt werden. Klingt erstmal soweit logisch. Aber portables Licht, das ist schon mal sehr, sehr gut eigentlich. Aber natürlich möchte ich andererseits auch sparen. So, können wir jetzt hier einfach mal ausprobieren. Wir machen hier mal ein bisschen Licht. Und diese Funzel ist jetzt auch nicht so der Mega-Burner, muss ich sagen, aber es geht so einigermaßen. So. Aha. Können wir denn hier so eine Deckenlaterne auch anmachen? Hahaha. Was sind das denn für Erdbeben, die wir hier haben? In was für einem Gebiet befinden wir uns denn hier, dass es hier so seismische Aktivitäten gibt? Oder sind es eher paranormale Aktivitäten? Lasst es uns herausfinden. Oder irgendwas dazwischen. So, wir nehmen hier einfach unseren Hexenbesen und fliegen davon. Ja, scheint nicht zu gehen. So, was sind das denn hier für Wappen? Ist das hier unser nicht so laut. Unser Familienwappen vielleicht oder so. Aus welchem edlen Geschlecht sind wir denn hier? Ne? Genau. Von welchem edlen Geschlecht, so sagt man, oder? Wahrscheinlich auch das nicht. Oh, guck mal hier, ein kleines Figürchen. Ach so, das ist so ein Buchhalter. Ist ja süß. Naja. Ja, gut. Generell, ja, Archive halt, ne? So Schriftrollen und Bücher und pipapo, oder? Leuchtet es durch, seht ihr das? Und hier führt auch die Spur weiter. Na dann, gucken wir mal. Ah, da haben wir ein bisschen Öl, das ist ganz gut. Laterne verbraucht Öl, wenn sie angezündet ist. Für mehr Öl, klick im Bestand doppelt auf das entsprechende Symbol. Alles klar. Könnten wir an sich mal machen. Dann gucken wir auch direkt mal, wie viel aufgefüllt wird. Wahrscheinlich auch die Hälfte, oder? Na, eher so ein Viertel. Eher so ein Viertel. Ich dachte, wie in Penumbra vielleicht die Hälfte, aber nö. So, können wir denn uns hier irgendwas mischen? Vielleicht wieder irgendeine explosive Mischung oder so. Naja, wir können auf jeden Fall gleich mal etwas lesen. Das können wir auch machen. Oh, hier sieht es ja tatsächlich aus. Oh, da ist ein Schalter. Wie so eine... Naja... Oh... Was zerbrochen? Wie so ein Labor, oder? Ein etwas altertümliches Labor. Oder wie so eine alte Apotheke oder so. Gibt es ja ab und zu noch, ne? So Apotheken, die ganz holzvertäfelt sind und... Ja, weiß nicht. Irgendwie so ein bisschen urig sind einfach. Wo man wirklich noch so Sachen händisch zusammenmischt. Ah, ja. 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality.
I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Oh, jetzt automatisch auch weggegangen. Hier, Daniels Notiz an sich selbst, ne? Das ist hier auch wichtig. Es ist ein Schrieb an uns selbst von einem früheren, selbst von 1839 übrigens. Jetzt haben wir das auch zeitlich mal ein bisschen eingegrenzt. Ja, bevor wir offenbar einen Drink zu viel genommen haben, um zu versuchen zu vergessen, aber irgendwie auch nur so, hat das irgendwie nur so halb geklappt oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Wie dem auch sei, wir haben einen konkreten Auftrag dadurch. Wir sollen Alexander von Brandenburg finden und töten. Warum auch immer. Keine Ahnung, was dieser Dude uns angetan haben sollte. Aber vielleicht finden wir es ja noch heraus. Und ein Schatten verfolgt uns. Ja, das wird wahrscheinlich das sein, was hier auch die ganze Zeit so Sachen macht, oder? War die Kiste nicht vorhin so? Oder habe ich sie wieder zurückgestellt? Keine Ahnung. Naja, das ist wahrscheinlich das, das uns hier hauntet. Ja, das sind ja super Aussichten. Und wir sollen ins innere Sanctum, ins innere Heiligtum hinabstiefeln und da den Alexander finden. Na, da bin ich ja mal sehr gespannt, ob wir das hinkriegen.